Hi, mein Name ist Christian Oesterle, ich arbeite bei Trucks & Buses. Mein Aufgabengebiet ist die Software- und Funktionsentwicklung und im Detail bin ich für das Thermomanagement zuständig. Heute darf ich ein paar interessante technische Daten zum Fahrzeug vorstellen. Was ist da eigentlich neu? Eine ganze Menge. Wir haben das bestehende, das Chassis, das Interieur, das 12, das 24 Volt Bordnetz, alles das, was gut funktioniert, übernommen und haben einen vollelektrischen Antriebsstrang integriert. Hallo, mein Name ist Franziska Keller. Ich arbeite bei Daimler Trucks & Buses in Stuttgart als Testingenieurin. Der neue eActros der zweiten Generation wird als zwei- oder dreiachsige Pritschenfahrgestelle mit einer Gesamttonnage bis 27 Tonnen angeboten. Dafür stehen Radstände zwischen 4 bis 5,50 Meter zur Verfügung. Die Achsen sind voll luftgefedert. Die Rahmenhöhe dieser Fahrzeuge ist identisch wie bei konventionellen Antrieben. Zusätzlich zu der bestehenden Aufbauherstellerschnittstelle verfügen die Fahrzeuge über eine Versorgung von Hochvoltkomponenten wie Kühlaufbauten oder Müllpressen. Im Folgenden möchte ich auf die Einbausituation der elektrischen Antriebskomponenten etwas genauer eingehen. Trotz der horizontalen Integration der Antriebsbatterien unterhalb des Rahmens besitzt das Fahrzeug eine gute Bodenfreiheit. Die elektrische Antriebsachse als tiefster Punkt des Fahrzeugs bedeutet keine Einschränkungen bezüglich der Nutzung auf der Straße. Wir haben hier ein dreiachsiges Fahrgestell mit einer zulässigen Gesamtmasse von 27 Tonnen und das schauen wir uns jetzt im Detail mal genauer an. So, jetzt bin ich hier unter der Fahrzeugkabine angelangt. Hier war mal der Verbrennungsmotor. Jetzt haben wir keinen Freiraum. Nein, wir haben hier die sogenannte Frontbox, die beinhaltet die PTC-Zuheizer für die Batterieklimatisierung, für die Kabinenklimatisierung, das ganze Thermomanagement, Kühlmittelpumpen. Wir haben das Fahrzeugfrontmodul, das für den elektrischen Antriebsstrang notwendig ist, der trotz sehr hohen Wirkungsgrades noch etwas Energie übrig hat, die wir wegkühlen müssen. Wir haben hier den Luftpresser. Wir haben hier noch die ganze Kältemittelanlage für die Kabinenklimatisierung, aber auch die Batteriekühlung untergebracht. Die intern entwickelte elektrische Hinterachse verfügt über ein zweistufiges Fahrgetriebe, welches direkt in das Differential greift. Die zwei Elektromotoren liefern eine Dauerleistung von 330 Kilowatt sowie eine Rekuperationsleistung von ungefähr 300 Kilowatt. Die elektrische Energierückgewinnung kann entweder über einen separaten Hebel abgestuft oder in das Bremspedal integriert aktiviert werden. Das intelligente Energiemanagementsystem kann damit die maximale elektrische Energie in die Batterie zurückgewinnen, bevor die Reibbremse eingesetzt werden muss. Damit ergeben sich hinsichtlich der Streckenplanung und der Topologie neue Randbedingungen. Das Fahrzeug verbindet das Beste aus dem Daimler Trucks Produktportfolio. Eine bewährte Kabine, innovative Systeme wie die Mirrorcam oder den Notbremsassistenten mit Fußgängerschutz. Damit wird unsere Mercedes-Benz Lkw-DNA in Zukunft leise und emissionsarm über die Straße ziehen. Was macht das Fahrzeug so besonders? Ich selbst fahre gern und viel Lkw, aber dieses vollelektrische Fahren beim Rangieren, beim Vorwärtsfahren, beim langsamen Anfahren, beim Rückwärtsfahren mit hohen Tonnagen, auch bis zu 40 Tonnen, das ist unglaublich, wie ruhig der Antriebsstrang, wie entspannt das ganze Fahren ist. Beim Stop and Go auf der Autobahn mit unserem Abstandsregeltempomat, es ist unglaublich ruhig und es macht einfach Spaß, so ein Fahrzeug zu fahren.